Fußballturnier in Markranz, Sonntagnachmittag, 29. Januar, Halbfinale gegen Lokalmannschaft Viktoria Markranz. Gegen die haben wir vormittags schon im Qualifikationsturnier Halbfinale gespielt. Hoffen wir mal, dass es gut ausgeht. Komm, machen wir gleich eins. Jawohl! Das war der richtige Start. Marco Burghausen gegen Rennes. Nummer mit 4 Runden Torschütze mit der Nummer 14, Dampen Christoph. Konzentriert bleiben! Komm, Fabian! Spieler verletzt beim Nachtrinken. Thank you.
Amphi Nummer 2. Wackerburghausen auf 3:0, Torschütze abermals mit der Nummer 14, Dagenböck Christoph. Komm, Justin! Jawohl! Ja, da ist vorne. Hopp, Maxi! Ah. Guter Versuch, Felix! Michael. Wackerburghausen auf 4:0, Torschütze mit der Nummer 12, Renner Michael. Ja.
Justin. In Anschluss an das letzte Kreuzspiel starten wir mit den Platzierungsspielen. Das Spiel um Platz 7 und 8 wird aufgrund des Abtritts des SC Machtrenk nicht gespielt. Das heißt, wir beginnen mit den Platzierungsspielen 5 und 6 zwischen Admira Linz und Blau-Weiß Linz. Ja, ja. Ich bin zwar nicht der Trainer, aber da haben sicher nichts dagegen. Jetzt ist erstmal Pause. Haben wir eh letztes Jahr gemacht. Das Bayerische ist in unseren Breiten dann schon ganz gern gewesen. Gut. Aber letztes Jahr so ein Lieben erwischt. Guckt mal an die Berichte dann auch übers Internet oder sind die bloß im Fernsehen? Wir sind im Lokalfernsehen, wir sind aber jetzt am Weg, dass es eigentlich. Dass wir schon langsam mal mit dem Tennis spielen. Aha, aha. Ich will nicht den nächsten Buch kaufen. Vielleicht war es gar nicht blöd, wenn ich eigentlich auf der DVD fallen und. Ja, das wäre gut, ja. Letzte Spielminute, kein Spieler da schon erlaubt. Kann ich von euch von irgendeiner Karte haben? Ich geb's dir dann. Ja. Hintergrund, das war gerade Reporter vom Welser Lokalfernsehen, die hier das Spiel auch. Bitte Nummer 12, Michael. Ein paar Interviews mit unseren Kindern. Das